Hallo, ich bin der Felix aus Bayern und bin mittlerweile 17 Jahre alt. Ich wäre heute gerne nach Moskau gekommen, aber ich schreibe leider in 3 Wochen mein Abitur und habe deswegen jetzt sogar auch am Wochenende Schule und konnte deswegen leider nicht kommen. Aber vielleicht ist es sogar besser so, denn wir werden in Zukunft nicht wegen einem Vortrag durch die Welt fliegen können. Denn das hat einen sehr hohen CO2-Ausstoß. Deswegen werden wir uns in Zukunft viel mehr durch das Internet und durch neue Technologien unterhalten und austauschen müssen. Und deswegen ist das jetzt schon mal ein sehr guter Anfang. Ich finde es klasse, dass ihr euch alle selber Projekte überlegt habt. Genauso hat Plant for the Planet auch angefangen. Ich sollte damals in meiner 4. Klasse vor 8 Jahren ein Referat halten über die Klimakrise. Und als ich damals dieses Referat vorbereitet habe, habe ich von der Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai erfahren. Sie hat damals mit ganz vielen anderen Frauen zusammen in Kenia 30 Millionen Bäume gepflanzt. Und da kam die Idee, dass wir Kinder doch auch in jedem Land der Welt 1 Million Bäume pflanzen könnten. Kurz danach haben wir dann in meiner Schule den ersten Baum gepflanzt. Und schnell haben ganz viele andere Schulen in der Gegend das Gleiche auch getan und auch angefangen, Bäume zu pflanzen. So ist es dann in Bayern und in Deutschland gewachsen. Und kurz darauf haben die Vereinten Nationen von dem Projekt mitbekommen und mich zu einer internationalen Kinderkonferenz eingeladen. Dabei haben wir Kinder aus über 100 Ländern getroffen, die bei diesem Projekt auch mitmachen wollten und auch in ihren Ländern Bäume pflanzen wollten. Und so ist dieses Projekt langsam gewachsen. Mittlerweile gibt es Kinder und Jugendliche in über 100 Ländern, die bei Plant for the Planet mitmachen. Und wir sind mittlerweile schon 30.000 Botschafter für Klimagerechtigkeit. Das sind Kinder und Jugendliche überall auf der Welt, die selber Vorträge halten und die Idee von Plant for the Planet weltweit verbreiten. Und diese 30.000 Botschafter haben wir an über 500 Plant for the Planet Akademien ausgebildet. Und alle Botschafter von Plant for the Planet wählen jedes Jahr unseren Global Board, also unseren Weltvorstand aus Kindern und Jugendlichen, die sich überlegen, was wir mit Plant for the Planet in Zukunft weitermachen. Und wir tun all das, wir sind aktiv, weil wir weltweit 2 Hauptprobleme sehen. Einerseits haben wir die weltweite Gerechtigkeitskrise und gleichzeitig haben wir auch noch eine weltweite Klimakrise. Wir haben eine Gerechtigkeitskrise, weil wir 30.000 Menschen haben, die jeden Tag verhungern. Und gleichzeitig 1 Milliarde Menschen, die mit weniger wie $1 am Tag leben. Und wir haben eine Klimakrise. Denn jeden Tag holen wir so viel C, also Kohle, Erdgas und Erdöl aus der Erde, wie es 1 Million Tage gedauert hat, für die Umwelt es dort zu speichern. Wir haben also diese Probleme und diese Probleme sind bekannt. Seit 40 Jahren, seit dem ersten Club of Rome Bericht, die Grenzen des Wachstums. Oder spätestens seit 20 Jahren, seit der ersten internationalen Biodiversitätskonferenz. Nachhaltigkeitskonferenz. Deswegen fragen wir uns, wieso so wenig getan wird, um diese Probleme auch zu lösen. Der erste mögliche Grund ist die Bedeutung von Zukunft. Für die meisten Erwachsenen scheint Zukunft 20, 30 oder 40 Jahre zu bedeuten. Aber für viele von uns Kindern und Jugendlichen ist 2100 immer noch in unserer Lebenszeit. Also wir leben noch in 2100, viele von uns. Und deswegen
Und der zweite mögliche Grund, wieso so wenig getan wird, ist, dass sich viele Erwachsene hinter den Klimaskeptikern verstecken. Die, die sagen, es gibt keine Klimakrise. Aber für all die haben wir eine Antwort. Wenn wir heute den Klimawissenschaftlern folgen, die sagen, es gibt eine Klimakrise und wir tun was. Und in 20 Jahren finden wir heraus, dass die falsch lagen. Dann haben wir nichts falsch gemacht. Wenn wir heute aber den Klimaskeptikern folgen, die sagen, es gibt keine Klimakrise, und in 20 Jahren finden wir heraus, dass die falsch lagen, dann wird es zu spät sein, um unsere Zukunft zu retten. Und der dritte Punkt, wieso so wenig getan wird, ist das Beispiel mit den Affen. Wenn man einen Affen wählen lässt, ob er jetzt eine Banane will oder später 6 Bananen, nimmt der Affe immer jetzt eine Banane. Und es scheint, als ob viele Erwachsene auf der Welt genau diese Entscheidung treffen würden. Jetzt eine Banane. Also es wird auf jeden Fall viel zu wenig für unsere Zukunft getan. Und wir müssen deswegen unsere Zukunft selber in die Hand nehmen. Und dabei geht's um Nachhaltigkeit. Dieser Begriff Nachhaltigkeit wird heute viel in Sonntagsreden und Geschäftsberichten benutzt, nur um noch mehr Produkte zu verkaufen. Doch der Begriff Nachhaltigkeit ist mittlerweile schon über 300 Jahre alt und kommt ursprünglich von den Förstern. Denn die Förster pflanzen ihr ganzes Leben lang Bäume, obwohl sie selber diese Bäume nicht ernten, sondern erst nach ihrem Tod ihre Kinder ernten diese Bäume. Und deswegen kommt von ihnen der Begriff Nachhaltigkeit. Und der schönste Begriff Nachhaltigkeit, den ich je gehört habe, kam von den Ureinwohnern aus Nordamerika. Viele nennen sie auch die Indianer. Dort hat uns der Häuptling Shaw erzählt, dass sie in ihrem Stamm jedes Mal, wenn sie eine Entscheidung treffen, überlegen sie sich erst, ob auch die siebte Generation nach ihnen diese Entscheidung noch unterstützen würden. Und nur dann stimmen sie zu etwas zu. Und wenn wir alle so denken würden, dann sähe unsere Welt heute ganz anders aus. In den letzten Jahren haben wir Kinder und Jugendliche uns gefragt, wie wir unsere Zukunft retten würden, wenn wir die Regierungschefs der Welt wären. Und am Ende hatten wir einen 3-Punkte-Plan. Der erste Punkt ist Bäume pflanzen. Und zwar 1000 Milliarden Bäume. Das ist eine 1 mit 13 Nullen, mit 12 Nullen. Wenn wir 1000 Milliarden Bäume pflanzen, dann nehmen die im Jahr ein Viertel vom weltweit menschgemachten CO2-Ausstoß auf. Also sie werden die Probleme nicht lösen, aber einen ganz wichtigen Beitrag dazu steuern. Der zweite Punkt von unserem 3-Punkte-Plan ist, dass wir ab 2050 kein weiteres CO2 mehr herausstoßen dürfen. Ab 2050 null Emissionen. Aber das Tolle an diesem Punkt ist, dass wir heute schon all die Technologie haben, die wir für null Emissionen brauchen. Und der dritte Punkt von unserem 3-Punkte-Plan bedeutet, dass wir auch bis 2050 nur noch eine bestimmte Menge CO2 herausstoßen dürfen. Nämlich 1,5 Tonnen pro Person im Jahr. Und wenn jemand mehr herausstoßen will, dann zahlt er an die, die weltweit weniger herausstoßen. Und so können wir diese Probleme in den Griff bekommen. Also, ich wünsche allen Gewinnern einen herzlichen Glückwunsch und allen anderen sage ich, auch wenn ihr nicht gewinnt, wir haben damals auch nicht gewonnen
und es ist trotzdem zu einem weltweiten Projekt geworden. Ich hoffe, ihr bekommt alle unsere Bücher Baum für Baum, wenn sie durch den Zoll gekommen sind und angekommen sind. Und ich wünsche euch allen noch viel Erfolg und viel Spaß auf eurer Konferenz.